17 Schuss, wow. Oder? Nee, warte. Ha, jetzt haben wir 20 Schuss. So. Auf geht's. Aber am Anfang haben wir sowieso nicht viel, von daher. Isaac, Morgan hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit mir. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kapiere ich. Sie denken, sie und sie. Vergessen Sie es. Sie ist über die Welt, okay? Falsch, mein Freund. Vor über 200 Jahren wurde der Typ gekillt, der damit eigentlich hätte das schaffen können. Ah, wir haben ja eh nur einen Anzug, von der sich gesehen, aber wir können, glaube ich, Rig-Upgrades machen. Ja! Oh Gott. Trefferpunkte, damit werden dann um 25 erhöht. Deine Luft wird um 60 Sekunden verlängert. Die Panzerung, ja, brauche ich die wirklich im Moment. So. Was? Ah, da brauche ich Wolfram für. Ja, okay, machen wir es nochmal. Okay. Okay, da brauchen wir 300. Stase können wir... Wir können gar nichts mehr machen, oder? Doch, Chinese. Okay, mache ich einmal das. Nee. Ja, egal. Haben wir immer ein bisschen aufgerüstet. Das ist immer ein etwas. So. Wir müssen auf jeden Fall da wieder raus. Gut. So. Jetzt auf einmal ist das hier sauhell. Okay. Wo müssen wir hin? Okay, da hin. Judith. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Ja. So, dann wollen wir doch mal. Wer muss mal das Schiff begeben? So, wir sollen auf jeden Fall in die Greeley. Ich weiß gar nicht, ob man in die Bruzalov reinkam. Wir werden auf jeden Fall hier erstmal Schiffe erkunden. So viel ist sicher. Typ modifizierte leichte Fregatte. Da ist er doch. Ist aber ein ziemlich kurzer Weg, ne? Ach so, stimmt. Man kann ja direkt, glaube ich, andocken. Ja, fast. So. So. Ach nee, genau. Ich glaube, das hier war auf jeden Fall eine Coop-Mission. Ja, das ist eine Coop-Mission gewesen. Genau, die kann ich nicht machen. Macht nix. Wow, was? Oha, Alter. Alter. Da. Haha, vorbeigeflogen. So. Ach, geil.
So, wo war denn nochmal hier dieses eine Teil? Was ist das hier? Wo ist hier überhaupt? Okay, das ist da oben. Ich weiß, dass es hier irgendwo was gab, das weiß ich. What the? Macht er jetzt schon wieder ein? Wo kommt die Viecher denn jetzt schon wieder her? Okay, hier war das nicht. Wir gehen auf jeden Fall zu Greeley erstmal. Halt! Da ist was. Hier genügend Luft eigentlich. Wo ist denn jetzt nochmal das Shuttle? Hallo, wo ist das Shuttle? Ah, da. Halt! Halt, 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 halt! Shuttle? Da ist auf jeden Fall ein Luftkanister. So, werden wir jetzt erstmal rüberfliegen. Ja, Lack. Lack, Leck. Hallo. Danke. So. Dann wollen wir mal. Auf zu Greeley. Denn da gibt es auch eine nette optionale Mission. Wir werden die optionale Mission einfach upsala, machen. Ja. Ich vergesse immer wieder, dass man, dass das letzte Schiff immer ein, Dings ist. Eine Coop-Mission. So, ja. So, jetzt ist nur die Frage. Da unten war das. Da war, glaube ich, nichts, meine ich. Da war wirklich, glaube ich, nichts. Da war nichts. Nee, nee, nee. War nur Munitionsverbrauch, was da war, weißt du? Nein, 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 nein! Aus! Böse! Okay, da ist nix. So, ist hier was? Nö. Ich glaube, das ist auch lediglich nur ein Antrieb. So, da ist auf jeden Fall nix. Ich glaube, das gehört auch, glaube ich, zu Greedy? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier unten was Nettes. So. Die Frage ist nur, wo war das jetzt genau? Ich glaube, das war hier, oder? Ja, da unten ist es. So. Hier unten ist nämlich was Nettes. So. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, Stackpack und ein kompakter Standardrahmen. Toll! Na gut, dann wollen wir mal. Auf geht's. So, wo war denn jetzt nochmal das Schiff hier? Ja, das war das nicht. Ich glaube, da, das war's. So, gehen wir mal in die Greeley. Mehr wollte ich nämlich gar nicht. Ja toll, da drüben fliegt jetzt auch eine Kiste, aber ich habe keinen Bock, die jetzt einzusammeln. Oh ja, jetzt kommen wieder von da wieder welche. Na, diesmal nicht. Okay, dann halt nicht. Habt ihr mich nicht mehr lieb? Schade. So. Erstmal nachladen, würde ich sagen, ne?
Mann, brauchst du aber lange. Danke. Hey, Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Noch ein kompakter Standardrahmen. Alter, wie viel denn noch? So, eins ist sicher. Da drüben ist auch noch was. Das ist Munition. Da ist das. So. So. Das kann hier lustig werden noch. So, da kommen wir sowieso noch nicht hin. Was zum... Du mich auch! Santos. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Ja, irgendwann. Wir müssen sowieso hier, glaube ich, runter von der Sicherheit. Ja. So, diesmal hat er nämlich ausnahmsweise die Nebenmission sofort gedingst. Gedingst, auf jeden Fall. Oh Gott, das kann gleich lustig werden. Na, egal. Werden wir erstmal runtergehen. So. Santos, Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Haha, witzig. Nein! Böse! Aus! So. Damit du nicht mehr spucken kannst. Was zum... Fisch! Fisch, 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 Fisch. Boah, hab ich ein Glück. Hab ich ja besser geregelt als sonst. So, wo muss ich überhaupt lang? Das ist ja die Frage. So, erstmal Stase auffüllen. So, zack. So, geht doch. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. So, das hätten wir auch. Jetzt kommt hier. Ach ja, das kann lustig werden hier noch. Okay. So. Einmal. Zweimal. Das mache ich gleich. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das auf Anhieb. Okay. Okay. Nein, der war falsch. So. Das war der. Ja, ich hab's geschafft. Ich sagte doch, dass ich es nicht weiß. Dr. Barton, jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Dr. Serrano? Sagen Sie es mir! Stopp! Bitte! Sie haben es mir nicht gesagt! Ich weiß es nicht! Commander, hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Übertragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlebt. Verstanden. Nein! Nein, bitte! Sie verstehen nicht! Das können Sie nicht machen! Tja, das nennt man Massenermordung, würde ich sagen, ne? So, dann werden wir hier das nächste Mal weitergehen. Und ja,
wir sehen uns auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal hier wieder bei der Mission. Bis dahin, ciao!